Ja, hallo zusammen. Als nächstes kommt die Wiederholung des Betrags. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, wenn Sie eine negative Zahl haben und rechnen dann den Betrag davon aus, dann lassen Sie einfach das negative Vorzeichen weg. So haben Sie das vielleicht in Erinnerung. Wir müssen das jetzt ein kleines bisschen komplizierter aufschreiben, damit wir den Betrag auch verwenden können, wenn wir nicht genau wissen, was da für eine Zahl steht. Das werden wir gleich direkt an einem Beispiel uns ansehen. Fangen wir einfach mal an mit der Definition. Ich schreibe die mal auf. Der Betrag von A, da schreibe ich links und rechts von dem A jeweils so einen Betragsstrich hin. Der Betrag von dem A soll die Zahl A selber sein, wenn das A größer gleich 0 ist. Und es soll die Zahl minus A sein, wenn das A kleiner als 0 ist. Das ist jetzt ein bisschen kompliziertere Schreibweise. Also wir haben da als erster Fall stehen, es kommt das A raus und hinter dem Komma steht, wann das rauskommt, nämlich wenn A größer gleich 0 ist, dann muss ich nur die Betragsstriche weglassen. Und im zweiten Fall muss ich noch ein Minus vor das A schreiben, wenn das A negativ war. Rechnen wir mal ein Beispiel. Der Betrag von 4 ist gleich 4 selber, denn da haben wir den ersten Fall. 4 ist ja größer gleich 0 und da muss ich nichts anderes machen, als die Betragsstriche weglassen. Der zweite Fall kommen wir zum Beispiel, wenn wir den Betrag von minus 4 berechnen sollen. Minus 4 ist eine negative Zahl, also minus 4 ist kleiner als 0, also haben wir den zweiten Fall da. Und deswegen müssen wir schreiben, die Lösung ist dann minus die minus 4. Also wir müssen noch ein zusätzliches Minus vor das A schreiben. Und Minus, ja, gibt zusammen Plus, dann bekommen wir plus 4 raus. Also wir lassen das Vorzeichen, das negative Vorzeichen weg. Ja, das müssen wir jetzt so machen, denn die minus 4 war ja kleiner als 0. Jetzt könnte man denken, das ist unnötig kompliziert, das so aufzuschreiben. Aber vielleicht bei einem anderen Beispiel, 4 minus x, sehen wir ganz schnell, warum wir das brauchen. Wenn wir jetzt 4 minus x da stehen haben und davon der Betrag, da wissen wir ja jetzt nicht genau, welchen Wert x hat, ob wir da jetzt ein Minus dazu schreiben müssen oder nicht dazu schreiben müssen. Ja, ist das 4 minus x eine negative Zahl? Müssen wir dann dieses negative Vorzeichen, was da vielleicht ist, weglassen oder nicht? Ja, und deswegen können wir jetzt mit der Definition dieses 4 minus x umformen, die Betragsstriche da wegbekommen, indem wir da jetzt zwei Fälle aufschreiben, was bei dem 4 minus x rauskommen kann. Ich schreibe das mal auf. Es kommt ja das 4 minus x selber raus für den Fall, dass das 4 minus x größer gleich 0 ist. Und es kommt minus 4 minus x raus, wenn das 4 minus x kleiner als 0 ist. Und so haben wir es jetzt geschafft, die Betragsstriche loszuwerden, ohne genau zu wissen, ob das der erste oder der zweite Fall war. Und deswegen ist diese Schreibweise so hilfreich. Und wenn wir jetzt die Bedingungen noch nach dem x umformen, dann könnten wir ja im ersten Fall das so hinschreiben, also das kommt 4 minus x raus, wenn das x kleiner gleich 4 ist. Ja, wenn x kleiner gleich 4 ist, dann ist 4 minus x, wenn weniger als 4 von der 4 abgezogen wird, eine positive Zahl. Dann können wir das Vorzeichen einfach weglassen. Und es kommt minus 4 plus x raus für den Fall, dass das x größer als 4 ist. Ja, wenn ich mehr als 4 von 4 abziehe, habe ich da eine negative Zahl stehen, dann muss ich noch ein zusätzliches Minuszeichen dazu schreiben. Ja, und jetzt haben wir zwei ganz einfache Fälle da stehen. Wir müssen nur noch gucken, ist jetzt hier das x kleiner gleich 4, dann kommt 4 minus x raus, oder ist das x größer als 4, dann kommt minus 4 plus x raus. Und deswegen brauchten wir jetzt die vielleicht im ersten Anschein unnötig komplizierte Definition des Betrages. Also wenn Sie Zahlen da stehen haben, brauchen Sie sich nur merken, das negative Vorzeichen muss wegfallen. Aber wenn Sie kompliziertere Formeln da stehen haben, von denen gar nicht klar ist, steht da jetzt was Positives oder was Negatives, dann müssen Sie das hier auf diese Weise dann hinschreiben. Dann wird es leider halt ein bisschen komplizierter. Ja, das war die Definition des Betrages und im nächsten Video gucken wir uns dann die Rechenregeln dazu an. Bis bald!